30 Folgen. Hammer! 24 Angler. Yes! 4 Gruppen. No Schneider. 3 Zielfische. Alter, wie geil ist das? Ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur zweiten von 4 Folgen in der Gruppe C des YouTube Predator Cups 2020. Der Plan, Barsche zu fangen, ging für Markus von Oi komplett auf. Mit 4 Barschen und 276 Punkten liegt er aktuell in Führung. Ihm folgt Malte Gatz mit 3 Zandern und 197,6 Punkten. Wie Markus widmet er sich in dieser Folge schon seiner zweiten Fischart. Jan Pusch begann furios und hat schon einen richtig guten Hecht in der Wertung, wartet aber schon eine Weile auf seinen zweiten Biss. Amin Kolatek verlor an der Barstelle möglicherweise zu früh die Geduld. Auf Zander lief es, anders als im Training, auch nicht gut. Er wechselt gerade bereits zum zweiten Mal den Spot. Babs Kiewski und Dietmar Isajasch haben überhaupt noch nicht gefischt. Daher stehen sie noch bei 0 Punkten. In dieser Sendung werden wir von den beiden natürlich entsprechend mehr zu sehen bekommen. Und bei Babs scheint es gut loszugehen. Ich hatte schon den ersten Biss, war ganz vorsichtig nur, vielleicht ein ganz kleiner Hecht, aber der erste Kontakt. Einmal mal ganz kurz zum Gewässer, wo ich hier angel. Das ist jetzt ein Poldergraben, der zieht sich, glaube ich, über 2 Kilometer an der Straße entlang und ich wandere den jetzt einfach ab, mache einen Wurf, gehe 5 Schritte, mache den nächsten Wurf, aber ich setze die Würfe immer parallel nach vorne, also niemals nach hinten, damit, falls der Hecht irgendwo da ist und auf meinen Köder beißt und mich nicht erst sieht. Also dieser Graben, der ist jetzt ein bisschen tiefer und hat recht trübes Wasser. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist. Schauen wir mal, beim ersten Trainingstag war es ein bisschen klarer. Da, 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 da. Ich bin jetzt zu einem Hafen gefahren, in dem habe ich im Training ein paar Hechte stehen sehen. Die sind hier rumgeschwommen. Ich habe die dann gar nicht angeworfen, angefischt, weil ich mir die einfach schonen wollte für den Wettkampf. Habe aber auch an der Spitze, an der Hafeneinfahrt Hechtkontakt gehabt als Biss. Und ja, jetzt ist die Hoffnung, hier ein Hecht zu fangen. Ich fange an mit einem Spinnerbait, den Gennaker, 3,8 Unzen, bleifrei. Fisch eine 2,10er Baitcast, Route bis 35 Gramm. Und eine 200er Rolle THG, das passt perfekt. Ich habe keine allzu dünne Schnur drauf, weil die Route nutze ich auch, wenn ich an den Poldern mit Spinnerbaits fische. Während Malte seine ersten Würfe auf Hecht macht, ist Dietmar nun zumindest in der Nähe seines ersten Angelplatzes angelangt. Wir haben den Stau gut überlebt, haben noch ganze 10 Minuten, bis es dann zum ersten Wurf kommt. Wir werden ich würde sagen, 600 Meter sind wir an der Angelstelle, 700 Meter. Und ein Polder mit dem Industriegebiet. Mal gucken, ob der liefert. Hat geliefert die Woche zuvor, aber bei dem schönen Wetter, weiß nicht, wie die Hechte reagieren. Vielleicht haben die andere Sachen im Sinn, außer fressen, aber wir schauen mal. Ansonsten müssen wir sie irgendwie wachrütteln. Wir gucken mal. So, hier ist das Poldergebiet schon. Und jetzt geht's gleich los. Mütze auf, Rolli hoch. 11 Uhr, jetzt der erste Wurf für mich in der YPC 2020. Mal schauen, was es bringt. Ich hoffe, ein Hecht. Also, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Oh, ja. Ich hab ihn. Nein, ich geh kaputt. Ist aber nicht den wir gesehen haben.
Oh nein! Ich glaube, er ist auf der Flying! First Fish! Wieso sollte der zu klein sein? Und jetzt wollen wir ihn auch schnell messen. So. Nein. 70 glatt. Yay! Mein erster Fisch. Und was für ein schöner. Oh, ist das ein toller Fisch. Ganz abgefahrene Geschichte. Ich release ihn schnell und dann erzähle ich euch die Geschichte. Ein klasse Hecht, den Babs hier gleich zu Beginn erwischt. Mit 70 Punkten holt sie sich Platz 4. Ihre Spotwahl scheint goldrichtig gewesen zu sein und lässt auf mehr hoffen. Jetzt sind wir aber erstmal gespannt auf die Story. So, okay, ganz abgefahrene Geschichte. Wir waren gerade auf der Brücke und dann sehen wir einen weißen, also so, ich würde sagen goldenen Hecht. Ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie ein Koi-Karpfen oder so. Aber nee, es war ein Hecht, der ist ganz langsam unter der Brücke durchgeschwommen. Ich habe ihm mein Spinnerbait und all so ein Kram vor die Schnute gehalten und wollte er nicht. Da habe ich schnell meinen Köder gewechselt auf eine natürliche Farbe, einen Gummifisch. Und habe den einfach nur so ganz langsam durchgezogen. Ich habe den Fisch gar nicht mehr gesehen, den Hecht. Ich weiß auch, ich glaube, es war auch gar nicht der. Aber, oh Gott, ja. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich stehe sonst immer hinter der Kamera als Schiedsrichter und jetzt davor. Da ist so viel Aufregung und du willst nichts falsch machen und endlich ist der erste Fisch da und dann fühlst du dich erstmal schon mal safe. Deine Strategie geht auf. Oh, so gut. Yeah. So ist ein mega Gefühl. Also ich bin immer noch sehr aufgeregt und voller Freude. Aber ich versuche mich mal zu sammeln. Ist natürlich ein schönes Gefühl. Ich habe vorher mit Spinnerbait geangelt, mehr was Druck macht. Und dann habe ich ganz schnell zu einem Gummiköder gewechselt, der weniger Action macht. Und ich bleibe jetzt auch dabei bei der natürlichen Farbe. Offensichtlich wollen die Hechte hier aktuell nicht so viel mit Druck oder schrägen Farben. Deswegen bleibe ich jetzt hier natürlich. Und dann schauen wir mal, ob noch einer geht. Oh! Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass er so groß war. Also nicht so groß ist. Ich weiß es nicht. Scheiße. Nein! Nein! Shh. Oh. Oh. Schön. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich heulen oder lachen soll. Aber nee, also Scheiße. Der wäre es gewesen. Der hätte mich aufs Treppchen gebracht. Und wer ist schuld? Juli. So, pass auf. Mein Plan ist jetzt, ich lasse die Stelle jetzt mal kurz in Ruhe. Fische bis zur Brücke weiter und komme hier gleich nochmal zurück. Weil hier waren ja definitiv Fische. Aber vielleicht habe ich die jetzt auch gerade ein bisschen verschreckt. Ich versuche es gleich nochmal, wenn ein bisschen Ruhe eingetreten ist. Während Babs sich noch über den Aussteiger ärgert und Malte per Fuß die Stelle wechselt, kommt Jan auf ungewöhnliche Ideen. Und damit fische ich auch Aale. Das ist echt Wahnsinn, wenn sie so im Mittelwasser rauben, unter den Stinn schwärmen. Das ist auch eine Farbe, die gibt es gar nicht mehr hier. Jensen Sild. Und ich habe mir einfach mal so einen Gummifisch oben ran gebastelt. Ich bin ja so, ich liebe es einfach. Mal ein bisschen probieren, mal völlig was anderes machen. Warum nicht, ne? Das sieht natürlich so ein bisschen aus wie so ein Speed Jig-Pilke, so für das Salzwasser fischen. Nur alles in klein halt, ne? Ob sowas fängt. Machen wir so eine Idee. Probieren. Fliegen tut's gut. Das ist natürlich auch genial bei so einem Zocker, ne? Dass er so fliegt. Fisch! Barsch!
Yes! Barsch! Yes! Geil! Ein Barsch! Köder ist schon raus aus dem Maul. Ach, da hängt der knapp. Richtig Glück gehabt. Puh. Geil, auf zum Essen. Was ein geiler Fisch. Große Freude. 38. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, hier einen Barsch zu fangen. Umso größer ist die Freude. 38 cm, super Punkte für heute. Und der darf jetzt wieder schwimmen. Ja, no release, no glory. Zurück mit ihm ins Wasser. Ciao, ciao. Und jetzt holen wir uns den nächsten. Ah, den Köder hier noch aus dem Kescher operieren. Das ist er, G-Bump, Brown Shad, eine Allzweckwaffe. Die Freude über diesen Fisch ist Malte wirklich anzumerken. Und wen wundert's? Barsch hatte er sich zwar eigentlich erst für morgen vorgenommen, doch ein 38er bringt ihm ordentlich Punkte. An der Spitze wird es jetzt richtig eng. Keine 3 Punkte trennen Malte von Markus, der jedoch vorne bleibt. Dietmar fischt hochkonzentriert auf Hecht. Noch kann er keinen Biss vermelden. Also Aktivität ist ja hier. Zweimal hat es hier geplatscht, aber es hat noch keinen Tock gemacht. Naja. Was ein Spektakel! Oh. Oh. So. Der ist sogar über, der 92. Der ist 92. Toller Fisch, hat ja lange gedauert. Ich glaube 10 Minuten, Viertelstunde haben wir jetzt hier gefischt. Und Köderwechsel, kleiner Shad in Gelb, der hat's gebracht. Wirklich nichts für schwache Nerven. Ein super Hecht, der Didi beinahe noch beim Keschern entwischt wäre. Doch sein beherzter Einsatz rettete den fast verlorenen Fisch. Mit 92 cm ist dieser Fisch nicht nur der größte Hecht im bisherigen Turnierverlauf, er bringt natürlich gut Punkte. Didi schiebt sich auf Platz 3. Der war der Übeltäter. Ein Kuhpaddler, 10 cm mit einem 5 Gramm Tangstenkopf. Habe ich mir noch in dieser Farbe letztens mal beim Besuch in der Fabrik noch schnell gegossen. Chartreuse mit ein bisschen Glitter drin. Bei solchen Tagen durchaus nicht verkehrt, hat man ja gesehen. Und das sind Kampfspuren. Ja. War ja auch eine spektakuläre Landung. Ich muss aber den ganzen Schleim hier vom Griff lösen. Und also Gummikescher sind ja nicht verkehrt, aber man hat gesehen, wenn ein großer Fisch kommt und der Gummifellkescher ist nicht tief genug, dann will er schon mal raus und der war definitiv noch nicht ausgedrillt, obwohl ich ihm ganz schön Zeit gelassen habe, aber ihr wisst ja, in so einem Tournament will man ja nicht ewig warten, der Fisch muss raus und in diesem Falle, ja, hat das noch alles wunderbar geklappt. Knoten gehalten, Stahlvorfach da vorne, alles easy. So, jetzt gucken wir mal weiter. Oh, fuck!
Didi hat einen 92er Hecht gefangen. Schön. Petri, Didi, gut gemacht. Ich freue mich für dich. Kacke. Ist das kacke. Echt? 92er? Scheiße, es tut weh. Nee, ich freue mich für Didi. Gut gemacht. Kann mir vielleicht sagen, wo er angelt. Donc là, on se dirige vers un autre spot. Je voulais vous parler d'un truc. Quand vous venez pêcher ici en Hollande, moi, ce que j'aime, c'est le Vispass. C'est que vous pouvez l'acheter directement sur Internet. Vous recevez la carte chez vous. Et sur une application, vous pouvez taper l'adresse. Et vous savez si vous avez le droit de pêcher ou pas. À quand ça, en France? Ce serait pas mal, non? La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que c'est ma deuxième fois ici, ou ma troisième fois, pardon. Et c'est vrai que c'est très difficile de pêcher quand on ne connaît pas les spots. Contrairement à d'autres participants qui, eux, quasiment ont tous des pré-ficheurs pour eux. Il y en a qui en ont 14, carrément. Donc, si tu veux, on part avec un handicap. Mais on va pas jouer les pleureuses, on va essayer quand même de sortir du poisson, surtout demain. Aujourd'hui, je savais que ça allait être très très dur parce que la zone B, c'est tellement large qu'il faut connaître. Mais en zone A, je pense qu'il y a moyen de faire du poisson. C'est là où j'ai fait le plus de poissons d'ailleurs, en pré-fishing. Et ça ressemble un peu plus à ma pêche. Voilà, donc là, on va quand même essayer d'aller prendre du pike. On espère. Training hatte ich hier an drei Orten Nachläufer. Zwischen Ende 80 bis über Meter. Und ich möchte jetzt nur probieren, ob die heute in Beißlaune sind. Das findet man im Normalfall recht schnell raus, wenn wir Aktionen haben. Toll. Wenn nicht, gehen wir dann zügig weiter. Ja, neben mir der Veit Wilde, da ist er. Der kam mir zufällig vorbei und versucht jetzt auch ein bisschen auf Zander zu angeln, aber hab auch keinen Biss, also mal sehen, ja, ob er gleich einen fängt oder ich, wäre natürlich noch besser. Ja, Fisch! Oh. Scheiße, ab! Ich rass! Wieder Hecht. Mist, Mist, Mist! Oh nein, Kinders, so geht das nicht. Okay, jetzt ärgere ich mich. Jetzt kommt tatsächlich der Ärger ein bisschen durch. Ich hätte jetzt zwei Hechte schon haben können, mehr. Also ich habe schon einen und hätte jetzt drei Hechte haben können, wären die im Drill nicht ausgestiegen. Ich hätte jetzt zwei Nachbisse. Das ist doch krank. Okay, c'est parti. On est arrivé sur un spot que vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu dans mes vidéos. J'avais fait une session avec Fishtick ici, en canoë, et je sais qu'il y a des très gros brochets, donc on va essayer de les faire tout de suite. Allez. Ja, ich laufe jetzt hier nochmal die Hafenmauer ab. Mein Zwischenfazit aktuell, ich habe einen Barsch gefangen, ich habe drei Zander gefangen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Hecht, dann bin ich auf dem besten Weg, die Karte voll zu kriegen. An den anderen Tagen sollte Zander oder ein Barsch kein Problem sein, beziehungsweise morgen. Jetzt muss der Hecht her, drückt die Daumen. Ich laufe jetzt hier einfach lang und versuche einen zu fangen.
So this year we made together with Klaas Schwarzenegger for ABU the new McSnack. So we already have the McJerk 12 and 15 centimeter, but we wanted to make a downsized jerk bait. So the McSnack is 9 centimeter, only 22 gram. It's slow sinking. It has really easy action. So if you only cast and retrieve it on a steady pace, it will go left, right really beautifully. If you give it some pauses and some jerks, it has a very erratic action and the pikes really love it. It comes in 10 different colors, both realistic printed colors and glitter colors. So go check them out and catch a lot of pike or perch or whatever you want to catch on it. Ihr habt ihn gesehen, da der Veit, der angelt nicht mehr länger hier. Er hat jetzt über eine Stunde mitgeangelt und hat ja auch keinen Biss bekommen. Das ist halt so eine Stelle, das kann immer passieren. Ne? Aber vielleicht liegt es auch gar nicht am Platz, vielleicht irgendwie an der Zeit, was auch immer. Ja, das ist Angeln, Leute. Mal fängt man und mal fängt man nicht. Ja, auf jeden Fall, der Tag ist wunderschön, die Sonne scheint und ein bisschen Zeit bleibt ja noch. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt. So. Alles Fisch. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Es war schöner, wo es etwas mehr Wind hier auf dem kleinen Polder gab. Und ich hatte nach meinem Fang noch drei kurze Attacken. Eine war richtig böse, die war richtig gut, aber naja, ist nicht hängen geblieben. Und jetzt machen wir noch ein paar Würfe hier mit dem Spinnerbait und dann geht es ab zur nächsten Stelle. Und meine Mitstreiter, bei denen war es ja die letzte Stunde auch relativ ruhig. Also war meine Wahl, hier in den Polder zu fahren, gar nicht mal so verkehrt, weil ich habe in der letzten Stunde ja Fisch gefangen und auch Kontakte gehabt. Klappe zu, Affe tot. Da vorne noch zwei, drei Würfe und dann aus die Maus. Gut. Ja, es sind noch ungefähr 2 Stunden Zeit. Auf geht's zum letzten Platz. Da muss jetzt noch was kommen. Irgendeinen Fisch brauche ich heute noch, damit ich gut schlafen kann. Während Malte und Dietmar die Stelle wechseln und bei Markus, Amin und Jan aktuell nichts Nennenswertes passiert, hat Babs an ihrem Polder schon wieder Fischkontakt. Nein! Nein! Komm! Ich wollte die Stelle erst links liegen lassen, bis ich den gelben Hecht hier gesehen habe. Ich meine, den kann man nicht übersehen da. Aber der will nicht. Der hat keinen Bock auf meinen Köder. 10 Gramm wird ein bisschen zu schwer sein. Gucken mal. 5 Gramm. Tangstenkopf 1,0, kleiner 8 cm Kuhpaddler. Wasser ist nicht ganz so trüb. Schauen wir mal. Der Plan ist jetzt, Barsche zu fangen. Schauen wir mal, ob das gelingt. Die sind hier immer wieder entlang dieses Abschnittes und patrouillieren. Aber man hat keine Gewissheit, dass sie auch wirklich jetzt in dem Moment auch beißen. Also wir müssen schauen und hoffen, dass es irgendwann mal Bock macht. Oh, was ein Biss. Das war der große Barsch. Och, ja, habe ich ihn verdallert. Nur ein kleiner Hecht.
kann man mal wieder sehen, wie wichtig ein Stahlvorfach ist. Auch wenn man mit kleinen Ködern unterwegs ist. So. Meine Finger sind heute schon genug in Mitleidenschaft gezogen worden. Nochmal nicht. Ziel war Barsch, aber es hat sich ein kleiner Hecht vergriffen. Könnte sein, dass der erste Biss auch der Hecht war, aber ich glaube nicht, weil der Biss war richtig hart und das hat sich mit dem Rappeln wie ein Barsch angefühlt. Aber nichtsdestotrotz, das sind ein paar Zentimeter, die ich ganz gut gebrauchen kann. Wenigstens für mich und meinen Punktestand. Er liegt an. 62. Wird nicht mehr, wird nicht weniger. 62. Kein Riesenhecht, aber die nächsten Punkte für Dietmar. 154 Zähler hat er bereits gesammelt und der Großteil des Angeltages liegt noch vor ihm. Oh, Dietmar hatte. Also Dietmar mit seinen 92er, 62. Ja, ich meine, der Mann hat Erfahrung, der hat die viele Jahre in Holland gelebt. Wenn einer das kann, dann ist das Dietmar. Ah, gut, gönne ich ihm. Gönne ich ihm. Ist sehr flach da, aber eigentlich bei dem trüben Wasser. Und das ist auch so eine Geheimwaffe. Also ich stehe ja so auf dem Boss mit dem Thiel 180 Grad nach oben gedreht. Der flankt extrem. Und ich habe ihn ja so montiert hier. Richtig, seht ihr das hier so mit... Das sind so Fünffachwirbel, die gibt es bei Spro aus dem Forellenprogramm. Und wunderbar. Gut, ich würde nochmal die Ergebnisse checken, während ich warte. Er hat jetzt auf die Schnelle keinen Fisch gebissen. Und... ja, ich denke, das ist ein guter Moment jetzt, während die Brücke kommt, nochmal zu gucken, was die anderen so gefangen haben in meiner Gruppe. Schauen wir mal rein. Was ist hier zu sehen? Babs hat, oh, das ist schon recht lange her, da hat sie einen 70 cm Hecht gefangen. Dann, das war sogar noch vor meinem Barsch. Und, oh, Dietmar ist auch am Hechtangeln. Ein 92er Hecht, das ist ziemlich groß. Jan schon 90er, Dietmar 92er, das ist wirklich ziemlich groß. Und dann noch ein 62er Hecht, auch noch wieder von Dietmar. Das heißt, sein Hechtplatz scheint zu laufen oder seine Strategie. Ein Hecht wäre natürlich das, was ich mir auch wünschen würde, aber ich denke, hier an dem Platz wird es eher ein Beifang sein. Ich hoffe jetzt auf einen guten Zander. Im Training hatte ich zwei Fische an dem Platz. Ich war zweimal kurz da und hatte über jedes Mal oder beide Male einen Fisch von ungefähr Ende 60, so 67, 68, 69, so waren die rum. Und wenn jetzt so ein Fisch beißt, das wäre natürlich die Krönung eines schönen Tages heute. Ja, ich sagte gerade schon, dass an diesem Platz im Training zwei Zander vor mir gekommen sind, aber der Platz hat heute keine Strömung. Das ist hier quasi ja, wie ein Wehr oder eine Schleuse. Keine Ahnung, wie man dazu jetzt genau sagen soll. Auf jeden Fall waren auf diesen kleinen Toren, da war Strömung drauf und es hat den Köder immer ein bisschen rausgetrieben. Und ja, ich denke, Strömung ist eh gut für Fische, dass sie zum Fressen hier vorziehen. Das zieht Weißfisch an und Co. Ja, das klaut mir gerade ein bisschen die Hoffnung. Ich hoffe, dass vielleicht trotzdem Fisch beißt. Weiß aber noch nicht, ob ich jetzt wie geplant hier den Tag ausklingen lasse oder doch nochmal spontan einen Spotwechsel mache durch diese veränderte Bedingung. Ich bin mir recht sicher, dass das der erste Biss war. Ich hatte ja bereits gesagt, dass mein anderer Platz mich nicht so richtig zufrieden gestimmt hat, zumindest von der Einstellung, mit der ich da geangelt habe, weil die Strömung einfach weg war. Und ja, jetzt bin ich nochmal an meinen Platz gefahren, wo ich heute die drei Zander gefangen habe. Hier habe ich natürlich Vertrauen rein. Ich hoffe, dass sie auch zu dieser Tageszeit und bei dieser Tide noch beißen. Ja, bin gespannt. Ich habe vielleicht noch eine gute halbe Stunde, denke ich. Das sollte eigentlich möglich sein, noch einen Fisch zu fangen. Maintenant, je suis parti sur un crankbait. Mon objectif, c'est de longer les roseaux, parce que souvent les brochets s'y cachent et peut-être en capter un. C'est l'objectif. Vibration.
So, ja, mein Plan hier jetzt ein paar Hechte zu fangen ist jetzt nicht so aufgegangen, aber ich hatte sehr, sehr schöne Aktionen. Ein Hecht gefangen, zwei hatte ich im Drill und drei weitere hatte ich gehakt, aber nicht gelandet. Ist also super viel Action hier an dem Poldergraben, aber ich höre jetzt auf Hecht zu angeln und widme mich jetzt den Zandern. Ja, ich ärgere mich total, dass ich halt die Fische nicht gelandet habe, aber in facto, ich fische halt auch einfach nur einen Einzelhaken, keine Stinger. Ich finde das nicht so cool. Also auch wenn ich in der Competition bin und hier jetzt Fische an Land ziehen soll, nee, ich bleibe beim Einzelhaken. Wenn sie hungrig sind, dann schnappen sie sich den und ich will nicht mit 300 Drillingen am Köder angeln. Das ist ein guter Fisch, aber der ist hier am Pfeiler. Ja, was? An der Kante schon gestanden. Also das war eine akrobatische Leistung wieder. Was soll ich sagen? Fuck! War ein schöner Biss, war aber ein Hecht gewesen auch wieder. Und der wusste genau, wo er hin muss. Der ist hier an den Pfeiler ran und die Schnur ist dann über dem Knoten vom Vorfach gerissen. Weil ich hatte ja Stahlvorfach alles drauf, aber das irgendwo in der Mitte, da hängen Muscheln dran oder weiß der Kuckuck was. Also das ist neu montieren und dann, scheiße. Ich habe mir die Vorfächer schon alle immer zu Hause fertig gebunden und da ist 30er Fluorocarbon drauf und 5 Kilo, weil ich jetzt ja eigentlich den Barsch fangen will, 5 Kilo Stahl von 25 cm dran, das mit einem entsprechenden Knoten versehen, also so, und so lang ist das Fluorocarbon, also in der Hinsicht, wie lange sollte man das wählen, aber wie gesagt, das ist so eine geflochtene dünne Schnur, das ist 0,6 PE, die hat nicht viel Tragkraft und die ist ratzfatz durch. Da nicht das Vorfach, sondern entweder die Hauptschnur oder die Verbindung zwischen Vorfach und Hauptschnur gerissen ist, gibt es keine Minuspunkte für Dietmar. Ärgerlich ist es dennoch. Kann mal passieren. Einmal unachtsam geworfen und schon wirft man da so eine Perücke rein. Meist sind die gar nicht so fest, aber na, ich glaube, es muss ich. Doch, ist los. Guck hier, zack. Ja. Gesehen, so macht man das. Ich habe mir eigentlich einen Fisch verdient. Nach den Strapazen werfen, werfen, werfen. Man sagt ja, dass die Meerforelle der Fisch der 1000 Würfe ist, aber ich glaube, bei den Zander ist es hier ähnlich heute. Der Veit Wilde war hier, nichts gefangen, kein Biss. Ich war hier, ganzen Tag, kein Zanderbiss. Also das ist schon, oder vielleicht ein. Also, aber das war auch sehr zaghaft, wenn denn. Ist nicht einfach. Oh, war der nochmal da? Genau hier unter der Rutenspitze einen Biss gehabt. Oh nee. Ah, ihr seht's. Köder runtergezogen. Leider kein Haken gegriffen oder der Haken nicht gegriffen. Ach Mist, aber es gibt Hoffnung, dass vielleicht noch was geht in den letzten Minuten. Einfach weitermachen, abhaken und weitermachen. Mein Ziel ist eigentlich, klar, an dem Spot ein Hecht fangen wäre das Ziel gewesen. Aktuelles Ziel am nächsten Spot ein Hecht fangen. Wenn das nicht klappt, dann habe ich dann auch noch einen Polder. Das ist recht viel Strecke.
Und dann werfen, 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 bis einer beißt. Also ich hoffe jetzt ganz schwer, dass hier drüben mehr Wasser ist wie da. Weil wenn da das Wasser höher ist wie hier, haben wir da einen kleinen Durchbruch im Rohr. Und wenn da Strömung drauf war, hat man wirklich sehr zuverlässig Hechte gefangen. Und ich hoffe, dass da noch Druck drauf ist. Und wenn kein Druck drauf ist, hoffe ich, dass die Hechte wenigstens immer noch dastehen und ein bisschen Hunger haben. Ich denke, wir werden jetzt 10-15 Minuten die Stelle intensiv abwerfen mit verschiedenen Ködern, vielleicht auch 20 Minuten. Und wenn Fische da waren, das hat sich immer sofort gezeigt. Also das Gewässer hat an sich auch sonst ein Riesenpotenzial, ist aber vom Ufer einfach eine Wochenaufgabe zu befischen. Und so lange bleiben wir ja leider nicht. Die Fische müssen sich vorzeigen. Ich hoffe, die Fische wissen das und beißen jetzt gleich im ersten Wurf. So, wir haben die Stelle gewechselt. Wir sind jetzt in der Stadt am Kanal und ich werde jetzt hier versuchen, auf Zander zu angeln. Ich kenne die Stelle vom Fred. Und zwar war der Fred ja auch schon hier während seines Competition Days. Ich habe hier selbst noch nie geangelt. Aber ich weiß, dass hier große Zander drin sind und die versuche ich jetzt zu fangen. Als ersten Köder nehme ich den Power Swimmer, eine schön knalligen Farbe mit nur 10 Gramm, aber ich gehe auch gleich noch mal ein bisschen leichter. Ich muss erst mal gucken, wie ich hier Gefühl habe und dann gehe ich runter bis auf 7 oder 5 Gramm. Ein bisschen blöd ist, weil, wie gesagt, ich habe die Stelle jetzt länger beobachtet, als der Fred hier geangelt hat. Die Bisse kamen tatsächlich nur, wenn die Schleuse da oben offen war und das Wasser in Bewegung ist. Das ist jetzt nicht der Fall. Das ist natürlich ungünstig. Und mittlerweile weine ich auch den großen Hecht nach. Das war echt bitter. Ich hätte den kriegen müssen. Also der Druck bei mir innerlich, der wächst jetzt. Aber abgerechnet wird am Ende. Wir haben jetzt noch einen ganzen Tag und jetzt ja auch noch 4 Stunden. Ich werde die 4 Stunden auch tatsächlich an dem Spot angeln und hoffen, dass die Schleuse in der Zeit aufgeht. Aber die Fische sind ja da. Ich muss ihn einfach nur überzeugen mit meinem Köder. Mit meinem leckeren... Ja, Fisch. Ja. Und ich... Was ist denn wieder? Den Haken nehmen wir nochmal. Bloß keinen Fehler machen. Oh shit, das ist ein guter. Guck mal, wie krumm meine Route ist. Ist doch geil. Shit. Also ich vermute mal, das ist schwer zu sagen, es ist auf keinen Fall ein Barsch. Diese Kopfschläge hat er nicht. Ein Zander. Das ist ein kleiner Fisch. Aber ich keine Ahnung, habe ich den seitlich gehakt oder was? Ist eine fucking Brasse, ey. Ist eine fucking Brasse, come on, no. Ach. Ach, shit. Ach. Oh, guck mal, die hat überall Laichpunkte. Trotzdem zeige ich sie mal, ne? Weil, ist ja ein schöner Fisch. Zählt die? Juli, come on. Zählt die? Leider nicht. Mann, oh, du bist schuld. Okay. Der Drill war geil. Schade. Nee, ich freue mich über den Fisch. Ein spektakulärer Drill, aber keine Punkte für Babs. Nach guter Frequenz am Morgen hat die Beißfreude scheinbar generell ziemlich abgenommen. Ja, also halbe Stunde ist noch Zeit zum Angeln und ich habe den Spot wirklich hier echt durchgefischt und den Köder habe ich noch gar nicht benutzt, von Spro auch Popeye. Schön schlanke Form, tolle markante Augen, rot-weiß, mal schauen, mit Stinger dran und eine halbe Stunde. Also drückt die Daumen, dass jetzt hier ein Zander rauskommt. Was, also jetzt oder nie.
Ok, nous voilà en plein centre-ville de Rotterdam, en mode street fishing. Mon objectif, c'est de faire le quota perche. Même si je fais que des perches de 22 supérieurs, ça me va très bien, comme ça j'aurai rempli mon quota perche. On va passer Kickringer, l'arme fatale. Oh non, oh non. Oh. Je vais maintenant faire un montage drop shot car j'ai perdu le mien. Hop. Comme ça. Tu tournes. Hop. Ok, let's go. On a changé de spot à nouveau. Et cette fois-ci, on peut prendre du cendre aussi. Ah, c'est chiant ça. Monsieur Lagaffe, ils vont m'appeler. Ah non. Non. Amins vierte Stelle am heutigen Tag, doch bislang läuft es auch hier nicht so, wie er hofft. Auch vom Tabellenführer Markus haben wir lange keinen Fangerfolg vermeldet bekommen. Wir sind für heute voraussichtlich am letzten Spot angekommen. Ich hoffe jetzt schwer darauf, dass ich hier noch einen Hecht kriege. Möchte auch gar nicht viel, also ich möchte schon, aber ich bin mit einem Hecht absolut zufrieden. Ah, fuck it! Ah, da wäre er gewesen. Schöner sogar. Hast gesehen? Er war 80 plus. Da ist er immer noch. Der ist noch an der Oberfläche. Siehst du? Ja, der hat auf jeden Fall die Haken gespürt. Scheiße, Mann. Ich dachte, das ist Kraut, aber der ist auch erst beim Einkurbeln draufgeschossen. Aber sowas kenne ich eigentlich nur aus schwedischen Buchten, dass so Highspeed Fisch springt. Oh, schau, jetzt habe ich voll Highspeed, hat schon wieder attackiert. Aber dran vorbei, das gibt's nicht. So eine Scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht, Mann. Wie viel Pech kann man haben? Check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Boah, Riesenbarsch. Ja, Hammer! Wow,
Ach, ich brauche nicht nach Elburg. Der Gerät. Hammer. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Stahlvorfach und wieder mein 8er Kuhpaddler 5 Gramm Tankstenkopf. Die gleiche Farbe, die damals vor einem Jahr meinen, ja, vielleicht 55er Barsch gebracht hat. Der ist zwar keine 55, aber das ist schon ein ordentlicher Punktefisch. Meine Herren, und den müssen wir jetzt mal verarzten und dann, da ist bestimmt noch ein zweiter oder ein dritter unterwegs. Der hat die 45 geknackt, der hat sogar die 48. Der hat 47,5, ist 48 cm. Ja, Hammer, 47,5 überschritten, 48, cool, das mal zwei, jede Menge Punkte. Und da ist er. So emotional erlebt man Dietmar nicht häufig. Er freut sich riesig über diesen Traumbarsch. 96 Punkte für sein Konto. Noch steht er auf Platz 3. Doch die Ansage, dass dort noch mehr stehen, klang fast wie eine Drohung für die Barsche und für die Konkurrenz. Wieder ein Barsch. Wieder so ein Trümmer. Ja, komm zu Papa. Kuhpaddler, ich liebe dich. Ja. Guckt euch das Ding an. Warte, ich komme mal für den Kameramann in die andere Ecke. Zwei Würfe, zwei Ü45er. Hä? That's the game. Und super gepackt. Und den messen wir jetzt auch noch fein. Und dann gucken wir, ob wir noch Nummer 3 fangen. Nein? Ja, 47 sogar. Genau 47. 47. So, vermessen ist er. Ich bin mega happy. Und das sind Hammer-Monster-Punkte für mein Konto. Ein riesengroßer Stein fällt runter. Ich muss ihn nach Elburg fahren. So, dann werden wir morgen den ganzen Tag Zander fischen. Versprochen. Das gibt es doch nicht. Ein weiterer Traumfisch, weitere 94 Punkte. Dietmar stürmt mit 7 Meilenstiefeln an die Tabellenspitze. Das ist Nummer 3. 3 Würfe, aber der ist etwas kleiner. Aber trotzdem ein super Fisch. Hammerbiss. Ah, klein. Wir sind heute ein bisschen übermütig. Also 40 hat er auch. So, der ist 39. 39. Angelegt. Da die Flosse, genau auf dem Kopf. Willkommen in der Didi-Show. Unglaublich, was hier abgeht. Noch ein Superfisch. Überragende 422 Punkte bei 5 gefangenen Fischen. Schon jetzt ist das ein ganz dickes Brett, das Dietmars Konkurrenten hier zu bohren haben. Wenn Dietmar noch einen guten Zander in die Wertung einbringt, sollte das wirklich schwer zu toppen sein. Dietmar hat jetzt gerade 3 große Barsche gefangen und hatte vorher schon einen richtig dicken Hecht und einen kleineren auch noch. Also ist definitiv
der Druck da. Meine verkackten Hechte nerven mich noch mehr wie vorher. Aber die Zuversicht, dass noch einer beißt, behalte ich mir bei. Fische sind da, waren vorher aktiv. Köder gewechselt auf Gummi, einfach weil ich beim Jerk nur Fehlbisse hatte. Jetzt ist die Frage, ob es den Jerk braucht, damit die überhaupt beißen, oder ob das der Gummi auch erledigt. Das werden wir jetzt den nächsten Würfen rausfinden. Ich habe noch eine gute Stunde Zeit zum Angeln und bis dahin brauche ich noch ein Hecht. Hinter das Seil und hinterm Pfosten. Ah! Tada. Das habe ich mir so ein bisschen, ehrlich jetzt, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, ich komme hierher und fange hier einfach 100 Zander, weil hier fängt ja jeder Zander, auch Daniel hier. Ja. Mein größtes Problem ist, dass diese doofe Schleuse nicht auf ist und das Wasser einfach ganz still liegt. Wir haben hier nicht die Strömung, die ich brauche, um die Fische zu fangen, weil dann sind sie nämlich aktiv. Ich habe irre viele Schnurschwimmer, es ist wahnsinnig viel Weißfisch hier und ich denke, jedes Mal habe ich einen Biss, sodass ich jetzt auch anfange, unkonzentriert zu werden und dann werfe ich in die Schnur rein, muss wieder neu aufbauen. Aber beste Zeit kommt jetzt. Ah ja, die pralle Sonne von oben ist auch noch geil fürs Zanderangeln. Aber die beste Zeit kommt jetzt. Und wer ist schuld? Habe ich doch gesagt. Juli. Na, jeder, der Juli kennt, weiß, dass Juli der liebste Mensch der ganzen Welt ist. Das ist also echt nicht ernst gemeint. Ja, es gibt da ja Leute, die verstehen das falsch. So, dann packe ich mir jetzt mal einen kleinen Spintail auf meine Route, um zu gucken, ob ein paar Barsche in der Nähe sind. Macht Action im Wasser, Druck. Wenn ich schon die Bremse einschalten muss beim Barsch, ist das echt ein guter. Also den 39er, den werden wir erstmal streichen, den brauchen wir nicht. Ach, ein kleiner Hecht. So, gucken wir mal, wie groß der ist. 67. Unterhalten, ich muss filmen, bis der vorne. 67, hatte erst auf einen großen Barsch gehofft, aber naja, ich bin ja nicht unzufrieden. Es läuft, ich habe jetzt hier 5 Würfe gemacht, 3 große Barsche gefangen, einen Fehlbiss und einen Hecht. Das ist doch cool. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen Fisch erwischen. Da haben die Mitstreiter nochmal Glück gehabt. Immerhin kein weiterer Großbarsch, doch auch dieser Hecht verbessert Didis Ergebnis noch einmal um 5 Punkte, da er einen 62er durch einen 67er ersetzen kann. Haben die Barsche gegessen und die Hechte. Jetzt brauche ich auch einen kleinen Snack. Apropos kleiner Snack. So richtig groß waren sie ja heute nicht. Die Köder, mit denen ich gefangen habe, selbst den Polder, war der 10 cm groß, das ist hier der 8er, sehr gut gefangen auf die Farbe Green Olive und ich habe hier die Tangsenköpfe drauf gemacht, aber die Sonne ist noch kräftiger geworden und also die Farbe hat wunderbar funktioniert, das Wasser ist auch ziemlich sichtig, naja, so ungefähr einen Meter kann man schauen und ich will mal trotzdem auf das, was sehr, sehr viele Angler so großen Wert legen. Sonne steht hoch, extrem viel Licht, Motoröl. Funktioniert hier auch relativ gut, allerdings müssen dann die Lichtverhältnisse stimmen. Und ob das der Fall ist, das werden wir gleich sehen. Identisches Gewicht, selbe Vorfachlänge, alles easy, nur jetzt Motoröl drauf. Als Reserve noch den Green Olive und noch meinen Apple Seed, den habe ich hinten noch so ein bisschen orange eingefärbt. Für eine gewisse Notlösung. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, Fisch. Ja, wieder ein Hecht.
glaube, keine Verbesserung, wird irgendwas in eine 62, 63 sein. Wir gucken mal kurz drüber. Also keine Verbesserung. Trotzdem ein schöner Tag mit ein paar tollen Fischen. Und das Herrliche ist, man kommt wieder an die gleiche Stelle zurück, hat ein bisschen Pause gemacht, zwei, drei Würfe und dong. So, der geht zurück. Den 65er Hecht hätten andere Teilnehmer nicht nur aus dieser Gruppe sicher gerne gehabt. Didi kann ihn nicht gebrauchen. Klassische Luxusprobleme beim Weltmeister. Die Konkurrenten in seiner Gruppe sind natürlich beeindruckt. Ja, lange habe ich nicht mehr Zeit. Ich will noch ein letztes Mal den Punktestand checken, bevor ich fertig bin. Okay, das ist auf jeden Fall überraschend und ziemlich krass, was Dietmar gefangen hat. Ein 47er Barsch, ein 48er Barsch und ein 39er Barsch. Und noch ein 67er Hecht. Das ist krass. Ja, aktuelle Platzierung, Dietmar auf Platz 1, weit vorne mit 427 Punkten. Markus ist auf Platz 2, ja, knapp vor mir. Jan auf 4, Babs auf 5, Armin auf 6. Es bleibt spannend, aber gut, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen bin ich dann in dem anderen Sektor dran und ja, da werde ich, denke ich, mit ziemlicher Sicherheit Barsche fangen, nochmal ein paar, um ein bisschen Punkte zu verbessern. Und ja, ein Hecht wird bestimmt auch noch beißen da. Très bien, c'est ma dernière chance. Je vais mettre le Spintail Pulse de chez Berkeley en 9 grammes. Et je vais essayer de prendre la perche. Ah. Didi est trop fort. Didi, tu es trop fort, un bisou. Ça y est, aujourd'hui très difficile. Je suis pas Schneider, mais au moins j'ai fait un petit poisson. J'aurais dû rester plus longtemps à la perche, je pense. Ça aurait pu peut-être sauver cette journée. Demain sera un autre jour, zone A. Je vais me concentrer à fond pour faire de la perche et du cendre. On se retrouve très bientôt. So, der letzte Wurf für heute. Ach Mensch, ich habe den ganzen Spot hier abgeangelt, rauf und runter, verschiedene Köder genommen, langsam eingeholt, schnell eingeholt, alles gegeben. Also ich glaube, mehr kann man nicht machen. Und sie wollten einfach nicht beißen, die Zander. So, und der Spot war dann im Endeffekt für Zander nicht die beste Wahl, aber den Hecht. Das ist das Schöne, 90er Hecht. Ich muss also in der nächsten Runde jetzt muss ich wirklich die Barsche fangen. Ich muss mindestens einen Zander fangen und vielleicht sogar den einen oder anderen Hecht. Also noch ist alles offen. Ich gebe Gas. So, und es geht weiter in die zweite Runde. Stell mal vor, beim letzten Wurf. Das wäre geil. 1,5 Meter. Das wird nicht passieren, du. Nicht heute. Feierabend für Armin und Jan. Zwei unterschiedliche Strategien, die heute beide nicht belohnt wurden. Armin fuhr viele Stellen an, probierte viel aus. Jan fischte den ganzen Tag an einem Spot. Unterm Strich gab es für beide nur einen Fisch am Morgen. Auch Maltes letzter Wurf steht an. Mein Kameramann sagte mir gerade, dass die Zeit fast vorbei ist. Das wird mein letzter Wurf sein. Ich bin eigentlich niemand, der dieses Glück unbedingt hat, beim letzten Wurf einen Fisch zu fangen. Aber vielleicht dieses Mal, vielleicht im Wettkampf, das wäre natürlich richtig klasse. Jetzt müsste das tocken. Das war's. Zeit vorbei. Alles gegeben heute. Hier seht ihr am Dickkopf. Hier sind auf jeden Fall reichlich Steine, an denen sowas dann auch mal etwas abnutzt. Naja, jetzt heißt es in die Wohnung zurück und einfach ein bisschen Kräfte tanken für morgen. Dann morgen geht es wieder früh los und ja, ein bisschen WhatsApp in Beobachtung halten, was die anderen so machen. Ich werde aber gleich ein letztes Mal nochmal schauen, bevor ich ins Auto steige und losfahre, wie jetzt gerade der Stand ist.
Ja, heute war ganz schön viel Pech dabei, gerade jetzt am Schluss mit den Hechten. Die Spots vorher für die Hechte liefen nicht. Da habe ich einfach die Veränderungen der letzten Tage nicht mitbekommen. Und dadurch am Schluss mit Fahrerei 1,5-2 Stunden verschenkt. Hier an diesem Spot hatte ich die Kontakte, hatte einfach das Pech, dass die Haken nicht gesessen sind. Hat wieder Schuppen auf den Haken. Fische haben Köder verfehlt und es ist echt bitter für mich heute. Ums Arschlecken wirklich messerscharf, knapp dran vorbei. Die anderen haben tolle Fische gefangen. Didi hat eine mega Strecke schon hingelegt, darf aber noch ein paar Stunden fischen. Für mich ist jetzt aus. Ich bin aktuell auf Platz 2. Der Malte muss ganz dicht hinter mir sein. Dem fehlt noch Hecht. Die anderen Zielfische hat er. Mir fehlt jetzt noch Hecht und Zander. Also morgen Hecht und Zander. Attacke, Vollgas. Bis morgen. Over and out. Markus scheint nicht zufrieden. Er hadert mit seinen verpassten Chancen und hat bisher erst eine Fischart gefangen. Doch letztendlich liegt er noch immer auf Platz 2 und hat morgen alle Chancen aufs Weiterkommen. Auch Babs ist nicht glücklich mit dem Verlauf des Nachmittags. Ich bin nicht ganz so zufrieden. Ich bin auch gerade nicht so glücklich. Ich habe ein paar Köder verloren da hinten im Seil. Nee, jetzt ganz im Ernst. Also ich hätte mir das ein bisschen anders gewünscht und auch vorgestellt. Aber ja, es ist Fisch. Oh Gott. Nein. Ich glaube, es ist wieder eine Fassung. Die ist so langsam reingeschwommen. Ich glaube, es ist wieder eine Fassung. Aber ich weiß nicht. Also jetzt bin ich doch wieder glücklich. Ich glaube, es ist eine Fratze. Fühlt sich ganz komisch an. Und so hoch. Komm rein. Wieder so ein Ding. Da habe ich gerade noch gesagt, es ist ganz langsam reingeschwommen. Yay, Brassenkönigin. Einer muss hier fangen. Ein Biss hatte ich, wo ich definitiv sagen kann, dass es ein Zander war, weil es nämlich so richtig tock gemacht hat. Aber ganz spitz gebissen, die Fische sind hier. Ich weiß es. Es ist halt einfach, ich bin nicht zur richtigen Zeit da oder ich fische nicht die richtigen Köder. Ich weiß nicht. War einfach Pech. Pech, dass die Schleuse nicht auf war. Pech, dass ich nichts fange. Für den Fall, dass sich Hecht und Barsch dazu entscheidet, Daniel und Toni, falls ihr mal den YouTube Weißfisch Cup machen wollt, bin ich dabei. Ich habe einen guten Spot. Und jetzt geht's zum letzten Streich und gucken, ob wir hier noch in unserem Anfangspolder noch einen schönen Hecht verhaften können. Ansonsten bin ich bis dato mega zufrieden. Die Barsche haben mir echt weitergeholfen, wirklich. Das war so mein riesengroßer Mühlenstein um meinen Nacken, wenn man das so sagen kann. Weil ich hatte keine Lust gehabt, in irgendwelche bekannten Ecken zu fahren, wo momentan zwar Barsche gefangen werden, aber sich da irgendwo reinzustellen ist, klar, man fängt dort Fisch, aber auch nicht unbedingt die größten. Das waren schöne Kirschen, das hat Spaß gemacht und vielleicht noch einen guten Hecht hier, dann kann ich mir morgen den ganzen Tag für die Zanderzeit nehmen und das ist, was mir richtig Spaß macht, Zanderangeln. Vorletzte Wurf, den hier noch und dann noch einen und dann war's das. Dann sind
8 Stunden um und das gibt's doch nicht. Der ist schön. Achso, oh. Jetzt mache ich auch keinen letzten Wurf mehr. Das sollte nicht sein. So, besseren Abschluss kann man nicht haben. Wir sehen uns am zweiten Tag auf meiner Ufertour. Da geht's auf Zander. Also ich gehe jetzt pennen, hab keinen Bock mehr. Blasene Füße, Schulter tut mir weh. Ciao, tschüss. Das war mein letzter Wurf für heute. Ich fische den aber noch sehr konzentriert aus. Tja, jetzt fragt man sich, was habe ich falsch gemacht? Woran hat es gelegen? Oh, die Zeit ist um. Okay. Ja, jetzt fragt man sich, woran hat es gelegen? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich die falsche Platzwahl getroffen? Die falsche Köderwahl? So viele Fragen, die ich mir jetzt erstmal selbst beantworten muss. Ich glaube prinzipiell, dass der Platz, wie gesagt, nicht der falsche war. Es war einfach nur super Pech. Und dass ich nicht wusste, dass hier der Damm zu ist, keine Strömung drauf war. Ich bin über eine Stunde hergefahren, vom ersten Spot bis hierher. Hat natürlich auch Angelzeit gekostet. Aber ich war mir so sicher, dass dieser Platz hier läuft. Wäre ich sonst garantiert nicht gemacht, hätte ich nicht gemacht. Eine Stunde Autofahrt, eine Angelstunde weniger, ja. Ja, egal. Ich habe noch einen Tag, der steht noch an. Dann fische ich in Zone A. Und ja, ich hoffe, die anderen hatten auch einen schönen Tag, haben schön gefangen. Und ich sage jetzt dann einfach mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war's. Dietmar übernachtet nach einem Wahnsinnstag auf Platz 1 und hat den Luxus, nur noch einen Zander für ein exzellentes Ergebnis zu brauchen. Markus und Malte liegen fast punktgleich dahinter mit leichten Vorteilen für Malte, da ihm nur noch eine Fischart fehlt. Jan, Babs und Amin konnten jeweils nur einen Fisch in die Wertung bringen. Hier hat Jan mit seinem 90er Hecht die besten Karten, nochmal in den Kampf ums Viertelfinale einzugreifen. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Wir freuen uns über neue Abonnenten, Likes, Kommentare und Support bei uns im Shop. Ciao.